wenigstens heute Nacht hier und denk in Ruhe darüber nach. Dad hat es vielleicht nicht so direkt gesagt, Eden, aber er wäre bestimmt froh, wenn du zurückkommen würdest. Und sei es nur, um noch eine weitere Verbündete gegen Gina zu haben. Hier im Haus hat es in letzter Zeit so viel Ärger gegeben, ich weiß nicht, wie viel davon ich noch vertragen kann. Du wirst das schon aushalten. So wie immer, Eden. Eden, du bist hier, das wusste ich nicht. Hm? Ist das deine Tasche? Wenn sie den Capwells gehört, müsste ein Monogramm drauf sein. Ah, es ist deine. Willst du Urlaub machen? Eigentlich hatte deine Schwester vor, hier zu bleiben. Doch nur dir zuliebe. Kann ich mit dir etwas besprechen? Gute Idee. Lass dich von mir nicht vertreiben. Ich meine, hier ist Platz genug. Du brauchst dich meinetwegen nicht einzuschränken. Darum geht es gar nicht. Es geht nur um deine Vorstellung vom Familienleben. Wenn du an Sophia denkst, die ist drüben im Gästehaus. Du kannst sie jederzeit sehen. Es tut dir wohl leid, dass du für sie keine Zelle gefunden hast. Hör zu. Das stimmt doch gar nicht. Wieso unterstellst du mir so etwas? Wieso können wir nicht etwas toleranter miteinander sein? Du tust so, als ob du Frieden möchtest. Dabei hast du den Krieg angefangen, falls du dich daran erinnerst. Nein, ganz und gar nicht. Dein Vater hat ihn angefangen, als er mir damals meinen Sohn weggenommen hat. Aber darüber will ich nicht sprechen. Eden, alles, was ich dir die ganze Zeit sage, ist, dass dies dein Zuhause bleibt. Das weiß ich selbst. Aber ich kann mich hier nicht mehr wohlfühlen. Deine Gehässigkeit, deine Selbstsucht ist wie Gift für unsere Familie. Früher hast du gesagt, dass du mich verstehen könntest. Wieso ich so verbittert war. Ich dachte schon einmal, wir könnten vielleicht Freundinnen sein. Gina, das war, bevor du meine Eltern auseinandergebracht hast. Du bist mit Kelly umgesprungen, als wäre sie eine Schachfigur. Das ist nicht gerade gut für eine freundschaftliche Beziehung, findest du nicht auch? Pearl, hallo. Mir ist gar nicht, mir ist nicht nach Gesellschaft. Ach, vergiss die Gesellschaft. Wie wär's mit etwas zu essen? Was immer das auch ist. Nimm es gleich wieder mit, es steht dir doch bloß wieder rum. Wieder mitnehmen? Dafür ist es zu schwer. Meine Arme fühlen sich an wie Wackelpudding. Als ich noch bei Bass gearbeitet habe, war das der Ersatz fürs Gewichtheben. Wenn du jeden Abend davon ein paar Fässer stemmst, bist du ganz schnell fit, richtig stark. Keine furchtbar teuren Sportclubs mehr, kein Training, keine Lehrer, kein aerodynamisches Aerobic. Hast du jetzt Lust, die Teller aus dem Schrank zu holen? Hör mal. Ich weiß das alles wirklich zu schätzen, aber würde es dir sehr viel ausmachen, wenn ich dich bitten würde, die Teller drinnen zu lassen? Oh, nein, nein, nein. Du wirst mich doch nicht anlügen und mir erzählen, dass du schon gegessen hast. Das stimmt nämlich nicht. Und ich weiß noch mehr über dich. Du hast dir nämlich heute freigenommen. Spionierst du mir nach? Nein, ich meine, ich weiß, dass du dir Urlaub genommen hast. Was in Ordnung wäre, wenn du mit Eden auf die Bahamas fliegen würdest. Da fehlt Salz. So gefällst du mir nicht. Und weißt du was? Du kannst dich hier nicht zu Hause einschließen und zu Tode hungern, wie es dein Plan zu sein scheint. Das geht dich alles doch gar nichts an. Das glaubst auch nur du. Wenn ein Freund von mir sich so fallen lässt, geht mich das was an. Und jetzt wirst du essen. Mhm. Du hast sie sterben sehen und hattest Schuldgefühle, aber nicht genug, um es zu verhindern. Denn letztendlich wolltest du ja meine Schwester tot sehen, nicht wahr? Nein. Nein, nein, ich habe ihr nie den Tod gewünscht. Natürlich hast du das, natürlich hast du das. Du wolltest sie aus dem Weg haben. Du hast sie gehasst, du hast hier gestanden und zugeguckt, wie sie untergegangen ist. Aber Keith, sie war eine sehr gute Schwimmerin. Ich dachte, sie schafft das. Denk an ihre vielen Medaillen. Das ist kein Schwimmbecken, das ist der Ozean. Der ist tödlich, denk an die Strömungen. Die besten Schwimmer der Welt schaffen das nicht. Und das wusstest du ganz genau, weil Cruz es dir gesagt hatte, seit 5 Jahren. Seit 5 Jahren lügst du. Seit 5 Jahren hast du ihren Tod auf dem Gewissen. Ich will, dass du das endlich gestehst. Gib es endlich zu. Du hast meine Schwester absichtlich und wissentlich sterben lassen. Du hast sie ertrinken lassen. Gib es zu. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Vielleicht was. Was? Sag schon. Ich sagte, ich weiß es nicht. Vielleicht war es so. Ich weiß es nicht. Was hat er denn getan, dass es so schrecklich war? Von meinen Eltern hätte ich das erwartet. Aber mein Bruder... Ich wollte, mein Bruder wäre da anders. Dann stand er Ihnen also sehr nahe. Unsere nette Unterhaltung ist ja ein bisschen einseitig, finde ich. Wieso erzählen Sie mir nichts über sich und Ihre Familie? Nein, das ist langweilig. Dann würden wir beide sicher sofort einschlafen. Es ist auch Zeit für mich zurückzufahren. Sehen Sie, es ist furchtbar dunkel da draußen. Und die Straße besteht aus einer Kurve nach der anderen. Es schneit zwar nicht länger, aber der Schneepflug ist noch nicht durchgefahren. Aber ich kann doch nicht die ganze Nacht hier... Natürlich können Sie. Wissen Sie, dann könnte ich auch noch viel mehr über Sie in Erfahrung bringen. Außer, dass Sie aus der Stadt sind, dass Sie mit Ihrer Familie nichts anfangen können und dass Sie ein enormes Gedächtnis für Details haben. Details? Woher wissen Sie das? Vorhin haben Sie von diesem Mord erzählt. Sie wissen schon, die reiche Frau. Und Sie erwähnten sehr viele Einzelheiten.
Naja, es stand immer wieder in der Zeitung und ich schätze, ich habe so etwas wie ein fotografisches Gedächtnis. Aha. Wissen Sie, ich kann mich aus der Schulzeit noch an ganz viele Hauptstädte erinnern. Wollen Sie hören? Ja. In Nevada ist es Carson City, in Nebraska ist es Lincoln, in Missouri Jefferson City und in Virginia okay, ist es... Okay, ich glaube Ihnen. Das hilft, wenn man einschlafen will und nicht kann. Ah, aha. Schlafstörung, Zeichen für ein schlechtes Gewissen. Wissen Sie, ich sollte jetzt wirklich zurückfahren. Ich werde vorsichtig sein. Ich bin eine gute Autofahrerin. Ich glaube Ihnen ja, aber... Wissen Sie, ich bin eigentlich nicht so gastfreundlich zu Fremden. Aber ich finde wirklich, dass Sie hierbleiben sollten. Oh, na ja. Na, für einen Einsiedler sind Sie ganz schön freundlich. Wieso eigentlich? Es hat, jedenfalls nichts mit der Tatsache zu tun, dass Sie wunderschön sind. Also deswegen brauchen Sie sich nicht zu sorgen. Sie sind sehr freundlich. Aber lassen Sie mich bitte wenigstens auf dem Boden schlafen. Oh, nein, nein, nein. Ich schlafe gern auf dem Boden. Es ist schön, hier im Schlafsack zu schlafen, wenn es draußen friert und ungemütlich und kalt ist. Das Feuer ist... Das ist sehr nett. Also, ich kann verstehen, wieso Sie so gerne hier sind. Es ist so friedlich hier. Ryan? Gute Nacht. Ryan. Was ist passiert? Was ist passiert, dass du nicht verzeihen kannst? Also, was erzählst du da? Kann ich mir keinen Tag freinehmen, wenn mir danach ist? Doch, natürlich. Aber nicht, wenn du dich hier draußen am Strand eingräbst, mein Guter. Ich meine, du sollst dich dieser Sache endlich stellen, rausgehen und kämpfen, ja? Das geht leider nicht so einfach. Früher hätte sie gerne zugehört. Sie hätte gebettelt, dass ich sie erkläre. Und sie hätte in aller Ruhe zugehört. Aber ich hatte diese komische Vorstellung von Loyalität im Kopf, weißt du? Dass sie mir nur vertrauen müsste und dass ich es nicht nötig hätte, ihr irgendwas zu erklären. Verstehst du das? Das verstehe ich nicht. Du hast Victoria damals was versprochen? Das schien mir leider das einzig Vernünftige zu sein damals. Okay, das war damals. Vergiss das. Du solltest mehr nach vorne schauen und Eden davon überzeugen, hey, dass sie bei dir seit bleibt. Seit damals ist einiges schiefgelaufen. Du liebst sie. Das hilft jetzt leider auch nichts Antworte mehr, glaub mir. Antworte mir, Cruz. Liebst du diese Frau? Natürlich liebe ich sie, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass viel kaputt gegangen ist. Liebe ist die größte Mechanikerin und beste Chirurgin, Mensch. Oh Mann, hör auf. Kein oh Mann, hör auf jetzt. Und versuch nicht mehr etwas anderes zu erzählen, denn wenn Liebe nicht alles wieder gut machen kann, dann ist mein Leben ist dann nichts mehr wert. Was soll das wieder heißen? Es gibt zwei Gründe, warum ich überhaupt noch jeden Morgen aufstehe, Cruz. Zum einen, ich weiß, Kelly Capwell kommt zurück nach Santa Barbara. Zum anderen, ich werde meinen Bruder Brian finden. Ich meine, du redest davon, wie du anderen wehgetan hast, wie du Fehler gemacht hast. Was ich getan habe, war schlimmer. Damals war mir das nicht klar. Ich dachte, ich würde das Richtige tun. Doch das war ein Fehler. Das Gefühl kenne ich. Ich meine, als ich dachte, er wäre tot, gab ich nur mir die Schuld. Ich hatte Tage, ganz dunkle Tage, an denen ich nicht länger auf der Welt sein wollte. Verstehst du mich, Cruz? Aber jetzt bin ich so froh, dass ich noch lebe, weil ich jetzt vielleicht noch mal die Chance habe, mit ihm zu reden. Möglichst bald, hoffe ich. Es ist mir egal, ob er mir aus dem Weg geht. Ich werde ihn doch finden und mit ihm dann über alles sprechen können. Und ich werde ihm zeigen, dass ich niemals aufgehört habe, ihn zu lieben und an ihn zu denken. Ich hoffe, du schaffst das, Pearl. Ich gönne es dir. Es wird genau so kommen. Das solltest du dir auch ruhig sagen, Cruz. Es darf bei dir und Eden auch nicht anders kommen. Wie oft hat meine Schwester um Hilfe gerufen? Was? Wie lange hat es gedauert? Oh, Kies, hör doch auf damit. Komm schon, du hast doch die ganze Zeit dagestanden und zugesehen. Wie lange hat es gedauert? Ich habe nur gesehen, wie sie rausgeschwommen ist. Ich konnte nicht sehen, dass sie untergegangen ist. Ich konnte nicht sehen, dass sie Schwierigkeiten hatte. Hältst du mich für ein Monster? Ich konnte doch nichts das unternehmen. Ist nicht wahr.
Also gut, du hast recht. Ich hätte irgendetwas tun sollen. Ich habe die Situation falsch eingeschätzt. Hör auf, du versuchst doch nur, dich da rauszureden. Hör damit auf! Gut. Ich werde dir jetzt sagen, wie es gewesen ist. Ich habe ihr die Nachricht geschickt, wegen der sie hierher gekommen ist. Wegen der sie Cruz und mich hier gesehen hat. Welche Nachricht? Hey, welche Nachricht? Die, wegen der sie überhaupt erst hierher gekommen ist. Und? Weiter? Ich dachte, du hättest das alles gewusst. Ich dachte, du wusstest das. Du hast meine Schwester also hierher gelockt, um sie hier zu treffen. Wieso? Weswegen? Hör auf damit, ja. Ich sagte ihr, dass ich sie sehen wollte. Und ich habe ihr geschrieben, dass sie mich am Strand treffen könnte. Aber außerdem hatte ich noch Cruz hierher gebeten. Da ist ein Platz zwischen den Felsen, wo einen niemand sehen kann. Und wir hatten ein Badetuch. Ist das etwa die neue Schocktherapie? Du zeigst jemandem etwas, das er sich sehr wünscht. Und wenn er sieht, dass er es nicht kriegen kann, dann will er auch nicht mehr. Das ist brillant. Sie konnte einfach nicht verstehen, dass Cruz mich liebte. Sie weigerte und sich, das zuzugeben. Deshalb wolltest du sie schockieren. Du wolltest sie so erniedrigen, dass sie einfach nicht länger leben wollte, richtig? Ich konnte doch nicht ahnen, dass sie das so treffen würde. Du bist verrückt, du. Du bist eine Mörderin, weißt du das? Und du hast kein Herz. Sadistin. Ja, gut, jetzt bist du dran. Wollt mal sehen, wie du leiden kannst. Du wirst so leiden, wie du Katie hast leiden lassen. Na komm schon, komm schon! Oh, Lilly, Darling, schön, dich zu sehen. Hast du noch mal über alles nachgedacht? Ja, kann ich mein Zimmer sehen? Oh, ich freue mich sehr über deinen Entschluss. Soll ich daraus schließen, dass Sie vorhaben, hier in dieses Haus einzuziehen, Lilly? Sehr richtig. Es ist jedenfalls Platz genug da. Das steht nicht in unserer Abmachung. Cici, sie ist meine Tochter, mein Fleisch und Blut. Es ist kein Vertrag nötig, um seine Tochter in sein eigenes Haus zu holen. Bitte, wenn das so ist. Unter diesen Umständen werde ich auch hierbleiben. Etwas dagegen? Gut, das hatte ich die ganze Zeit gehofft. Du hast sie doch nicht alle. Sie bleibt nur hier, weil sie mich nicht allein lassen will mit deinen Verrücktheiten, Intrigen und Machenschaften. Cici, das klingt ganz so, als ob ihr, du und Eden, gegen Lilly und mich seid. Ich denke, das muss nicht so sein. Ach nein? Du wolltest diese Regeln. Das ist nicht richtig. Es ist nicht leicht für mich, hier zu sein, das ist schon klar. Und wir haben viel gekämpft. Aber anders hätte ich das jedoch nicht erreichen können, Cici. Aber jetzt, wo ich hier bin, können wir Frieden schließen und eine glückliche Familie sein. Jetzt hör mir mal ganz genau zu. Du gehörst nicht zu meiner Familie und sie ebenfalls nicht. Meine Familie besteht aus Menschen, die du verraten und die ganze Zeit gejagt hast für deine erbärmlichen Fantasien, nur um in diesem Haus hier die Herren zu werden. Cici, warte, lass uns zusammen essen. Es tut mir leid, das geht nicht. Um ganz aufrichtig zu sein, habe ich die nächsten 6 Monate keine Zeit. Hallo, bist du soweit? Bin ich zu spät? Nein, ganz und gar nicht. Ich dachte, ich hole dich jetzt schon hier ab, weil es draußen so schön ist. Das ist nett. Ich lasse dich beobachten, Cici. Denk schön daran. Du kannst mir nicht entkommen, ist dir das klar, Cici? Was tun Sie da? Oh, ich konnte nicht schlafen und da bin ich aufgestanden und da stehen doch Unmengen von Büchern im Regal. Wieso mussten Sie stattdessen hier rumwühlen? Bitte, seien Sie nicht ärgerlich. Sie schreiben so gut. Wieso wollen Sie das verstecken? Das ist meine Angelegenheit. Haben Sie eigentlich schon andere Bücher verfasst, außer diesem? Wissen Sie, diese Geschichte ist sehr persönlich. Ich rede nicht so gern darüber. Das tut mir leid, das hätte ich wissen sollen. Nach all den Geschichten, die Sie gestern schon erzählt haben, mussten Sie das ganz einfach aufschreiben. Und die Familie, über die Sie da schreiben, es kommt mir vor, als ob ich sie kenne. Diese Leute sind ganz genau wie meine Familie. Oh, vorsichtig. Sie verlieren sonst noch Ihre Aura als geheimnisvolle Frau. Meine Familie war reich, wie in Ihrem Buch. Und wir lebten auch an der Ostküste, als ich noch ein Kind war. Die Welt ist klein. Sie kommen doch auch von dort. Und dieser ältere Bruder in der Familie, über den Sie da schreiben, ist der nicht Ihrem eigenen Bruder nachempfunden? Das ist wieder mal typisch. Nur weil eine Geschichte glaubwürdig klingt, meinen die Leute, sie wäre autobiografisch. Das ist sie doch auch, oder? Ich meine, dieser kalte, herzlose Mann soll doch wohl Ihr Bruder sein, nicht wahr? Das passt doch gut zu dem, was Sie mir über ihn erzählt haben. Sie können mir anscheinend nicht zuhören. Die Menschen, über die Sie schreiben, sind in ihrer Zeit erstarrt. Sie sind das Produkt ihrer Fantasie. Richtige Menschen haben die Tendenz, sich zu ändern. Sind Sie nicht neugierig, ihn nach all den Jahren wiederzusehen? Nein, ganz und gar nicht. Ich lebe nicht gerne gefährlich. Was wäre daran gefährlich? Dass, wenn ich meinen Bruder wiedersehe... Ich meine, ich weiß es nicht, ganz ehrlich. Ich weiß nicht, was dann geschehen wird. Und ich will es auch nicht herausfinden. Und wer weiß, vielleicht würden wir uns gegenseitig umbringen. Es geht gerade noch.
Vielleicht ein bisschen. Der Papierkram hat furchtbar lange gedauert. Es ist nicht leicht, einen Vertrag für zwei Anwälte richtig zu machen. Aber ich denke, dass Sie feststellen werden, dass ich alles bedacht habe. Mason. Ja, ich dachte, ich müsste irgendwie dem Anlass gerecht werden. Sie sehen, dass das Band nicht geschlechtsspezifisch gewählt ist. Pink und blau. Wirklich sehr ausgeglichen und ja, wir wissen ja auch noch nicht, was es werden wird. Da wollte ich auf Nummer sicher gehen. Mason, das ist so überraschend. Ich hoffe, es ist Ihnen nicht zu frivol. Ich denke darüber nach, ob es nicht eine sehr nette Idee wäre, wenn alle Verträge so aussehen. Wollen Sie ihn nicht durchlesen? Ach, den Vertrag, ja. Natürlich. Ich muss Ihnen ja dabei nicht über die Schulter sehen. Ich werde etwas trinken gehen und später wiederkommen. Nein, das ist doch nicht nötig. Ich denke, wir waren sehr genau beim Aushandeln der Bedingungen, oder nicht? Ja, ich denke, Sie werden feststellen, dass ich alles wie besprochen fixiert habe. Wissen Sie, ich bin sicher, dass das so ist. Deswegen möchte ich sofort den Vertrag unterschreiben. Sie wollen das unterschreiben, ohne es vorher zu lesen? Julia, das ist eine Premiere. Wann haben Sie vorher jemals meinem Ehrenwort geglaubt? Vielleicht ist es meine Art, diesen Anlass zu feiern. Ich meine, sollte ich nicht dem zukünftigen Vater meines Kindes ruhig einen kleinen Vertrauensbeweis liefern? Tja, ich finde, wir sollten etwas tun, das diesem Anlass würdig ist, oder? Hände schütteln erscheint mir dann nicht angebracht. Vielleicht sollten wir einfach loslegen. Was? Jetzt gleich? Sie meinen heute Nacht? Wieso nicht? Wir müssen es natürlich nicht gleich heute Nacht tun. Ich dachte jetzt, wo Sie hier sitzen und ich hier sitze, wir sitzen hier und alles ist klar zwischen uns und kein Grund zur Eile. Es ist nur, weil die Sterne heute... Naja, der Mond oder was immer diese Dinge diktiert, sehen Sie, biologisch gesehen günstig stehen in den nächsten Tagen. Aber es macht doch nichts, wenn es heute nicht geht, wenn Sie heute Abend schon was anderes Ich habe noch keine Pläne. Nein, noch nicht? Nein, ich... Worüber lachen Sie? Naja, ich wollte gerade bemerken, dass ich zu Ihrer Verfügung stehe, aber das sind wohl nicht die richtigen Worte. Naja, das ist... Vielleicht auch zu überstürzt. Wir sollten uns besser vorbereiten, finden Sie nicht? Wir wissen ja noch nicht einmal, wo wir es tun werden. Das hier ist ein Hotel? Ja. Ein Hotel, das den Namen unserer Familie trägt. Das gibt mir ein gewisses Gewicht an der Rezeption. Sie warten hier noch einen Moment. Ich kümmere mich um alles. Komm her, sieh dir das an. Sieh dir den Ozean an. Die See ist etwas rau heute Nacht, ja? Ja, ja. Komm, wir gehen jetzt schwimmen. Nein, Kind, bitte nicht. Wieso denn nicht, Tori, hä? Ja, du brauchst keine Angst zu haben. Ich werde es nicht tun. Noch nicht. Ich würde dich gern da rauszerren. Ich würde dich gern da rauszerren und zusehen, wie dich die Wellen verschlingen. Aber dazu ist es noch zu früh. Du glaubst immer noch nicht, verantwortlich zu sein für das, was da passiert ist. Du wirst etwas Zeit brauchen, um in Ruhe darüber nachzudenken. Und ein Gefängnis ist genau der richtige Ort dafür. Weißt du? Eine Zelle ganz für dich allein. Wenn die Wände immer näher kommen, dann weißt du, dass du verantwortlich bist und dass du meine Schwester getötet hast. Und dann, wenn du es endlich zugegeben hast, dann würdest du gern tot sein. Tja, Liebling, diesen Gefallen könnte ich dir endlich heute schon tun. Ein Festessen mit Ihnen und mir. Was hätten wir, Sie und ich, denn zu feiern? Sophia, ich denke, dass es falsch von mir war, Sie die ganze Zeit von allem fernzuhalten. Ich will das jetzt ändern. Tatsächlich? Und wenn Sie 1000 Jahre hätten, das alles zu korrigieren, was Sie getan haben, reicht es nicht. Ich möchte, dass Sie bei uns sind und den Feiertag mit Ihren Kindern verbringen. Was wollen Sie eigentlich? Mich überzeugen, dass Sie eine Seele oder ein Gewissen haben? Sophia, was denken Sie denn, wofür ich kämpfe? Um wieder ins Käpfelhaus zurückzukommen wegen des Wohlstands und des Prestiges? Vielleicht einzig und allein, um sich zu rächen. Das will ich nicht abstreiten. Aber es ist viel mehr als das. Es war der Gedanke, Brandon wieder zu haben.
Und dann der Wunsch, dass alles wieder so wird wie früher, bevor sie kamen und mich hinauswerfen ließen. Es sind diese alten Geschichten, die mich noch ärgern. Wenn es das ist, was sie tatsächlich wollen, dann bedauere ich sie. Ich weiß, dass das nicht über Nacht passieren kann. Ich werde aber darauf hinarbeiten und alles dafür tun. Und wenn ich darum betteln sollte, dass wir zusammen essen, bitte. Nein. Sophia, Sie können doch nicht dauernd ganz alleine sein. Sehr richtig. Deswegen habe ich heute die ganze Familie eingeladen. Alle kommen. Aber ich doch auch. Ich meine, Rosa bereitet doch schon alles vor, so wie es früher auch immer gewesen ist. Sophia, da unten ist ja nicht einmal genug Platz für euch alle. Das geht ja gar nicht. Vielleicht sollte ich einfach alles ein wenig verkleinern. Das Ganze ist dann dezenter und nicht so aufwendig, Gina. Tatsächlich ist mir alles recht, solange ich nur die Farce eines netten Dinners mit Ihnen vermeiden kann. Ist das Ihre Dankbarkeit dafür, dass ich nett sein möchte? Was bilden Sie sich ein, hier ohne Grund beleidigen zu werden? Das wird Ihnen noch sehr leid tun, das können Sie ruhig glauben. Was haben Sie denn? Nicht das richtige Zimmer? Nein, es ist nur überraschend, dass Sie es so schnell kriegen konnten. Tja, es ist ein schönes Zimmer. Beste Aussicht hier im Haus, hat man mir jedenfalls gesagt. Das hätten Sie nicht tun sollen. Aber wieso sollte es nicht ein wenig nett sein, Julia? Ich meine, es ist doch was Schönes, was wir da vorhaben. Wir setzen ein Leben in die Welt. Ich kann noch nicht glauben, worauf ich mich da einlasse. Ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich dachte, meine Chancen, Vater zu werden, wären gleich null. Und jetzt kommen Sie und geben mir eine neue Hoffnung. Das ist doch das Mindeste, was ich tun kann. Ein Zimmer mit Aussicht. Wenn Sie das so betrachten wollen. Wie wäre es? Vielleicht sollten wir jetzt aufs Zimmer gehen. Oder möchten Sie noch etwas? Einen Drink oder so? Nein, gehen wir. Das ist schon in Ordnung. Gehen wir jetzt einfach aufs Zimmer und genießen die Aussicht. Er hat mich einfach am Strand liegen lassen. Ich wusste nicht mehr, was ich tun soll. Wer? Wovon redest du denn bloß? Chris, er weiß einfach alles. Jemand hat mit ihm gesprochen. Er holt die Polizei. Er wird mich für den Rest meines Lebens ins Gefängnis werfen lassen. Nein, jetzt warte doch mal bitte. Er kann das gar nicht machen, ohne Mitwirkung des hiesigen Staatsanwalts. Sie müssen dich verhaften, dich vor Gericht bringen. Und so schnell geht das nicht. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht durchstehen. Kennt er die ganze Geschichte? Ja. Er weiß, dass ich da unten am Strand war, als Katie ins Wasser ging und dass ich ihr nicht nachgeschwommen bin. Ich wollte ihm erklären, dass ich dachte, es würde schon nichts passieren, aber er glaubt, ich hätte ihren Tod gewollt. Das muss schrecklich für dich sein, Terry. Das ist nichts verglichen mit dem, was mir bevorsteht. Du musst mir helfen, Cruz. Terry, ich kann nicht noch einmal für dich lügen, das geht nicht. Auch beim ersten Mal. Nein, du sollst ja nicht lügen, du sollst ihnen nur erzählen, was damals geschehen ist. Aber ich weiß nicht, was passiert ist. Jedenfalls nicht alles. Was soll das? Als ich losgegangen bin und Hilfe holen wollte, warst du die ganze Zeit mit ihr alleine und ich weiß gar nicht, was da noch alles passiert ist. Was soll das heißen? Nur, dass ich... Ich kann nichts dazu sagen, weil ich nicht dabei war. Ich konnte nichts sehen. Du denkst, Kies hat recht? Du denkst, ich wollte Katies Tod? Oh, Cruz. Hey, willst du jeden Abend dasselbe Theater? Dieses Zimmer darfst du nicht betreten, hast du verstanden? Ich wollte nur wissen, ob Sophia dir von meiner Einladung erzählt hat. Deiner was? Oh ja, das Festessen. Ja, davon hat sie mir erzählt. Sie sagte, dass es ihr tatsächlich sehr leid tut, deinetwegen. Nächstes Mal, habe ich ihr gesagt, soll sie dich einfach auslachen. Bitte, lass es uns doch versuchen. Wir setzen uns in eine nette Runde. Vielleicht können wir mal unsere Sorgen vergessen und uns wie richtige Menschen behandeln. Wenn du zu einem Menschen wirst, werde ich dich auch so behandeln. Ich versuche es, Sissi. Aber niemand gibt mir eine Chance. Du kannst dir denken, wieso. Lass uns einen Anfang machen. Das kann doch auch ruhig bei Truthahn und Preiselbeersoße sein. Oh, das wirkt doch absurd. Das Bild von dir, wie du einem Festessen vorsitzt und vorgibst, dass du die Herrin wärst, bringt uns alle zum Schluchzen, Gina. Es tut mir leid, dass du so empfindest. Ich wollte dir sogar einen kleinen Anreiz bieten. Lass es bleiben, das bringt doch nichts. Ich bitte dich. Ich würde dich eher aus der Ehe freilassen, sodass Kelly zu ihrem Geburtstag rechtzeitig hier sein kann. Ich dachte, das wäre nett. Aber bitte, wie du willst. Fängst du noch einmal an, um meine Tochter zu falschen, Gina? Wirst du nicht lange genug leben, um es zu bereuen, ist das klar?
Mason. Naja, der Blumenladen hatte gerade auf und da bin ich schwach geworden. Ja, also, man hat den Champagner gebracht, während Sie draußen waren. Ja, das ist im Preis inbegriffen bei manchen Zimmern. Woher kommt die Musik, Mason? Oh, die können Sie leiser stellen, wenn sie Ihnen nicht gefällt. Nein, 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 sie ist sehr schön, wirklich. Es ist nur, dass... Was? Ich finde, es ist zu viel, Mason. Ich meine, die Blumen, die Kerzen, der Champagner, wir sind doch nicht auf einer Schulabschlussfeier, oder? Ist der Versuch, hier eine nette Atmosphäre zu schaffen, mir denn tatsächlich so misslungen? Wie schade. Das ist mir zu bedrückend. Es ist wunderbar und sehr luxuriös und... Ich denke, was ich Ihnen zu sagen versuche, ist, dass das Ganze einfach zu romantisch ist. Oh. Nun, ich weiß, dass das so nicht beabsichtigt ist. Nein, nein, natürlich nicht. Ich meine, ich habe meine Position klar gemacht, so wie Sie auch. Ich weiß, dass das nicht der Anfang einer Beziehung ist. Nein, das ganz sicher nicht. Tut mir leid, das Ganze erinnert mich an Zeiten in meinem Leben, wo die Dinge wirklich nicht so besonders gut für mich liefen. Ich weiß, was Sie meinen. Wirklich? Oh ja. Ich danke Ihnen. Tja, also müssen wir jetzt den Champagner wegschütten und die Blumen verbrennen, oder wie? Ich denke nicht, dass das nötig sein wird. Danke sehr. Sich besser? Ja. Nein. Vielleicht sollten wir die Musik wieder anmachen. Vielleicht sollten wir auch einfach die ganze Sache vergessen. Julia, geben Sie uns noch eine Chance. Ich meine, es muss doch einen Mittelweg geben zwischen unserem Vorhaben und der ganz großen Liebe. Meinen Sie nicht auch? Tut mir leid, ich möchte nicht. Es tut mir leid. Hey, warte. Lass mich in warte Ruhe. Warte doch, du bist jetzt nicht in der Verfassung, hier alleine loszugehen. Mir geht's gut, nein, wirklich, mir geht's gut. Hör zu, wir können in Ruhe darüber reden. Lass uns jetzt vernünftig bleiben. Weißt du, Cruz, du bist meine letzte Hoffnung. Wenn nicht einmal mehr du mir glaubst, dann kann ich das Ganze auch gleich aufgeben. Alles, was ich sage, ist, dass ich doch nicht beeiden kann, was ich nicht gesehen oder selbst gehört habe. Verstehst du? Ich verlange doch gar nicht, von dir zu lügen und dich dann von Kies in der Luft zerreißen zu lassen, wenn du unschuldig bist. Dann denkst du nicht, es wäre besser, wenn du jetzt... Wäre es keine Erleichterung für dich, das alles loszuwerden? Das würde mich ganz und gar nicht erleichtern. Ich will jetzt allein sein. Aber... Geht's dir nicht gut? Nein, das sieht nicht so aus. Kies war ziemlich unangenehm zu ihr. Er muss die ganze Wahrheit über Katie herausgefunden haben. Jemand hat es ihm wohl gesagt. Das war ich. Er versprach mir, dass er dich nicht mit hineinziehen würde. Andernfalls hätte ich ihm nichts gesagt, Cruz. Ach so, und du dachtest, es wäre nicht schlimm, wenn Tori dafür hängt. Das ist doch die Wahrheit. Es ist dir nie eingefallen, dass Kies die Geschichte dann weiterspinnen würde und dass er Schlussfolgerungen zieht, die nicht richtig sind? Möglicherweise ist das dein Recht. Kannst du sagen, dass Victoria nicht schuldig ist? Was ich ehrlich sagen kann, ist, dass es nicht unsere Sache ist, darüber zu urteilen. Manchmal müssen wir Urteile fällen, manchmal müssen wir uns entscheiden. Wir können uns doch nicht aus allen Dingen heraushalten. Einfach so. Weil man sonst irgendwann nicht mehr weiß, was man wirklich denkt. Ich weiß, was ich denke. Wie schade, dass du das nicht glauben kannst. Es ist für mich nicht leicht zu wissen, was ich noch glauben soll. Du hast mich über einiges im Unklaren gelassen, findest du nicht? Von Katie Timmons gar nicht zu reden. Wenigstens hast du erreicht, was du wolltest. Tori hat keinen mehr, wo sie jetzt noch hin kann. Und Kies kann in aller Ruhe nach Herzenslust über sie herfallen. Das habe ich nicht gewollt. Das konnte ich wirklich nicht ahnen.
Es ist ganz sicher auch nicht das, was ich wollte, Eden. Was wolltest du neu anfangen? Wolltest du das, Cruz? Nur, dass sowas nun mal nicht geht. Nein, leider nicht. Was ist? Ich dachte, ich hätte etwas gesehen. Aber das ist jetzt egal. Oh, Katie, es tut mir so leid. Es tut mir so schrecklich leid. Das war nicht nett von mir. Jetzt können Sie auch nicht schlafen. Das macht mir nichts. Ich kann morgen so lange schlafen, wie ich will. Es ist keiner hier, der kommt und einen Stundenplan vor meine Nase hält. Sie haben Ihre eigenen Regeln hier oben. Das klingt sehr verlockend. Das ist ganz gut für manche Menschen. Aber andere wiederum ertragen diese Ruhe hier nicht. Sogar Sie manchmal. Ist das so? Sie reden so locker über alles hier, aber Sie sind sehr allein. Ich denke, dass Sie mir deswegen Ihre Geschichte erzählen. Deshalb soll ich Ihnen Gesellschaft leisten. Aus diesem Grunde schreiben Sie. Es ist eine Möglichkeit, Kontakte aufzunehmen. Das ist doch so. Bitte, ich hasse diese Amateurpsychologen, also lassen wir das. Naja, ich bin ja auch gar kein Psychologe. Ich bin nur ein Mensch, der sich mit Ihnen unterhalten will. Über Wärme und Kontakt. Ich hatte selbst auch schon Zeiten, wo ich alles sein lassen wollte. Aber irgendwie wollte ich doch immer weitersehen. Ich weiß auch nicht, wieso. Sie haben auch Ihre Sorgen. Keine Sorgen, die wirklich schlimm sind. Aber da ist dieser Kerl. Ja, da ist einer. Und er ist ein toller Kerl. Er kann mich sehr gut leiden, wirklich. Aber das Problem ist, dass ich damit noch nicht zufrieden bin, verstehen Sie? Aber was soll's? Ich glaube, dass es so ist, dass wir andere Menschen brauchen, auch wenn sie uns nur wehtun. Das ist nicht richtig, Courtney. Ich kann diesen Michael nicht leiden, Sie schon. Er hat noch einen anderen Namen. Pearl. Es ist doch so, oder? Pearl. Ich weiß, wer Sie sind. Und ich weiß auch, wieso Sie hier sind. Du kannst mich rausschmeißen, wenn du willst, aber weißt du, als ich sah, wie Eden aus der Einfahrt rauskam, habe ich dieses gute Gefühl bekommen. Weißt du, dieses, ja, ich werde jetzt mein großes Maul halten und hier verschwinden. Geh noch nicht weg, geh nicht. Was ist passiert? Ich weiß nicht, Mann, keine Ahnung. Die Frage stelle ich mir ständig. Was ist passiert? Ich meine, alles, was ich versuche, in die Hand zu nehmen, geht furchtbar schief. Ich verstehe das überhaupt nicht mehr. Nichts geht. Pearl, drücke ich mich klar genug aus? Ja. Verstehst du, was ich sage? Natürlich, Cruz. Ich verstehe dich, klar und deutlich. Ich muss mein ganzes Leben neu überdenken. Über alles nachdenken. Es war alles so schön geplant, doch jetzt geht gar nichts mehr. Nichts mehr möglich, Pearl. Ich verstehe dich nicht. Was ist nicht mehr möglich? Es ist eine ganz simple Sache. Wir hatten beide vor, in naher Zukunft zu heiraten und Kinder zu kriegen. Ein Familienleben zu führen. Seit Monaten sprachen wir davon und wir wünschten es uns so sehr. Was ist nur los, Pearl? Ich hatte es schon. Und jetzt ist es weg. Weißt du, Sissi, Kellys Geburtstag ist in 5 Monaten, nicht? Woher weißt du das? Auch ich habe hier schließlich einmal gelebt. Ich habe mir solche Dinge notiert, wie Geburtstage und sonstige besondere Anlässe. Kelly ist eine so nette Person, ich möchte ihr etwas Gutes tun. Ihr etwas Schönes schenken. Und sie erzählt einem dann, dass es das ist, was sie schon immer wollte. Und sie schafft es, dass man ihr glaubt. Kannst du mir etwas verraten? Wie schaffst du es nur so, von ihr zu reden, nachdem du ihr so übel mitgespielt hast, Gina? Das war doch nie wirklich persönlich, Sissi. Und das weißt du auch. Wenn ich nur allein an Kelly denke, fühle ich mich schuldig und ganz, ganz furchtbar.
Aber ich musste das die ganze Zeit aus meinem Kopf verdrängen, um meine Pläne durchzusetzen. Und jetzt hoffe ich, dass Kelly mir irgendwann vergeben wird. Glaub mir. Das Band war das einzige Mittel, zurückzubekommen, was ich verloren hatte. Du bist verrückt. An deiner Stelle würde ich in dieser Sache nicht auf Vergebung hoffen. Schlägst du mein Angebot aus? Du willst Kelly doch zurück. Ich weiß, dass es so ist. Und was ist die Gegenleistung dafür? Dies endlose Gerede über das Essen ist doch nur die Spitze des Eisbergs. Das Essen ist nur ein Symbol, ganz richtig. Wenn du immer noch nicht weißt, worum es geht, Cici, dann musst du blind sein. Ich habe nie verstanden, was du wirklich willst. Ich möchte geliebt werden. Und wenn das nicht geht, tut's auch ein wenig Begierde. Bitte, Cici. Sag jetzt kein Wort. Gina. Gib mir eine Chance. Ich liege nachts wach und träume, wie ich dich zufriedenstellen könnte. Das ging doch früher und ich kann es auch jetzt noch. Als wir das erste Mal frisch verheiratet waren, konntest du nicht genug kriegen von mir. Bitte, lass es wieder so schön sein. Ich möchte noch einmal die Chance haben, dir eine richtige Frau zu sein, Cici. Bitte. Lass deine Träume nicht sterben. Sie sind nicht tot, es sei denn, du lässt sie fallen. Hey, Pearl, meine Träume sind in Ordnung. Es ist nur leider so, dass alles, was sie hätte wahr werden lassen können, sich in Rauch aufgelöst hat. Das glaube ich dir nicht, mein Freund. Du machst es dir zu einfach. Du meinst, Liebe kann einfach alles erreichen. Diesmal geht es aber nicht um Liebe. Es geht um Vertrauen und Vertrauen ist keins mehr da zwischen uns. Okay, es ist nicht da. Und was bedeutet das? Du kannst es wieder aufbauen, Stück für Stück und ganz langsam. Du kannst das, ganz sicher. Weißt du, ich erzähle das nicht jedem. Du und Eden, weißt du, ich hab's mit angesehen. Als jeder Idiot noch gesagt hat, ihr beide werdet verrückt. Sie war mit diesem Harvard-Schwachkopf verheiratet, diesem Cranston. Und du warst mit einer anderen Frau verheiratet. Ich weiß noch. Ich habe dir nicht nur ein, ich habe dir 100-mal gesagt, gib's auf, Cruz. Hm? Das ist gegessen. Richtig? Aber es ist nicht gestorben. Es lebte weiter in dir. Erinnerst du dich noch? Ist dir das klar, wie selten das ist? Ich meine, meistens gehen doch diese Dinge allzu schnell kaputt irgendwie. Doch nicht in deinem Fall. Bei euch war es etwas Besonderes. Du solltest daran festhalten, Cruz, okay? Du solltest weiter daran festhalten. Ja, Cruz, das ist es wert. Denn du und Eden, ihr beide, ihr seid die Sorte Mensch, die dem Rest von uns Hoffnung geben. Was tust du hier? Dad ließ die Tür offen. Er hatte so einen komischen Gesichtsausdruck. Da wollte ich mal nachsehen, wieso. Seit wann schleichst du in andere Leute Schlafzimmer herum? Eigentlich tue ich das nicht, aber es hat sich diesmal gelohnt. Du hattest deine kleine Vorstellung und jetzt geh. Du willst wirklich, dass ich verschwinde? Ja. Der Tag war sehr anstrengend. Ich weiß, was du meinst. Vielleicht können wir beide etwas Trost gebrauchen. Nein. Nein, Mason, das hat doch keinen Zweck. Gefall ich dir nicht? Du? Immer. Es freut mich, das zu hören. Ich kann es mir nicht leisten, mich von dir angezogen zu fühlen. Wieso nicht? Weil es mich ein Vermögen kosten würde. Ja, das ist richtig. Ein Fehltritt und das ganze Geld ist futsch. Wirklich zu dumm. Jetzt, wo wir gerade dabei sind, uns wieder zu entdecken. Ein wenig wiederentdecken kann ja nicht schaden. Jetzt aber Schluss damit. Was ist los mit dir? Mason. Ja? Du spielst doch nur ein Spielchen mit mir. Es würde dich doch freuen, wenn ich dieses Geld verliere. Hör zu, Gina. Glaubst du, ich würde mit deinem Leben umgehen wie mit einem Stein auf einem Monopoly-Brett? Ja. Ja, und jetzt geh endlich, bevor ich den Bankrott erkläre. Raus jetzt! Geh schon! Sie wissen nicht, was Sie da sagen und lassen Ihren Emotionen freien Lauf. Sehe ich denn so hysterisch aus? Nein, aber Victoria war es. Und Sie halten sich jetzt für verantwortlich dafür.
Ich fühle mich nicht verantwortlich, ganz und gar nicht. Ich will doch nur sagen, dass ich Victoria so gesehen habe, wie sie wirklich ist. Und es hätte mir nichts ausgemacht, wenn Cruz ihr zu Hilfe geeilt wäre. Ich stand einfach da und sah, wie sich diese Frau vor Schmerz die Augen ausweinte. Und ich dachte, vielleicht hätte ich denselben Fehler gemacht, den sie gemacht hat, wenn ich an ihrer Stelle gewesen wäre. Dann würde ich sie hassen. Sie können ihren Hass nicht vergessen, oder? Sie halten daran fest, so als ob sie Katie dadurch wieder lebendig machen könnten. Ich wünschte, es wäre leichter, sie in meiner Erinnerung zu behalten. Wissen Sie, was am meisten wehtut? Dass ich langsam anfange, sie zu vergessen. Ich kann mich an ihr Lachen nicht mehr erinnern. Und dabei ist sie ein Teil von mir gewesen. Sie bringen sich für Katie um. Und das würde sie bestimmt nicht wollen. Sie sollten das Vergangene ruhen lassen. Sie brauchen Victoria nicht mehr weh zu tun. Sie müssen sich befreien. Endlich befreien. Cruz hätte dich lieben sollen, Katie. Ich glaube, das hätte Katie gewollt. Ich hätte dir den hier geben sollen. Das hätte uns sehr viel Ärger und Leid erspart. Ich glaube, das hätte Katie gewollt.